Ich würde nicht sagen, dass man sagen kann, wir machen Bionik. Bionik ist immer ein Prozess. Und wir versuchen Fragestellungen, die in der Biologie auftreten, wie zum Beispiel, wie kann Frosch X seine Beute effektiv fangen? Wie ist die Zunge aufgebaut? Wie ist die Mechanik der Zunge? Das sind Fragen, die wir klären wollen aus biologischer Perspektive. Und im Nachhinein, wenn wir es biologisch verstanden haben, kann man anfangen natürlich zu überlegen, okay, das ist anscheinend etwas, was sehr effektiv ist. Können wir es eventuell auch technisch nutzen und umsetzen? Das ist mehr der Ansatz, den wir hier natürlich verfolgen. Im Nachhinein natürlich, wenn man gewisse Gesetzmäßigkeiten oder Effekte immer wieder sieht, kann man die natürlich super technisch umsetzen und dadurch neue innovative Möglichkeiten für alte Probleme finden.